Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich vom Glencairn, der neueste Single Cask hier in Deutschland. Fassnummer 3686, 10 Jahre alt, 59,8%. Whiskey Base 224900. So, womit möchte ich es vergleichen? Ich erzähle gleich, warum ich sofort das zeigen möchte, nämlich das hier. So. Letztes Jahr fand ich, das hat auf meinen Top 10 das gefunden, genialer Whisky. Allerdings, das war der 11 Jahre alte von 2010, Fassnummer 1299 mit 64,9. Ich finde die Verpackung grässlich. Erst einmal ist das eine Art Leder, ein wunderschönes Plastikfenster hier, hallo, also auch überall ein bisschen Plastik beschichtet gefühlt, ja, ich habe gehofft, dass sie die nicht mehr haben, diese Kisten, denn diese Kiste kauft man einfach einmal und dann kann man immer abfüllen, hier steht Cask Strength drauf, also identische Sachen hier, nichts geändert, identische Sachen, was wir letztes Jahr hatten, ja. Ich glaube, ich lasse die Verpackung einfach weg, weil ich das so hässlich finde. Ja, also Verpackung durchgefallen, Umwelt und auch haptisch. Also das anzufühlen fühlt sich wie 1982 an. Nicht etwas, was die Welt wirklich braucht hier. So, wir haben jetzt hier zwei Glencairn Single Casks. The Rather Unique Highland Single Malt Scotch Whisky, exclusively bottled for Kirsch. Hier steht das nicht. Hier steht denn tatsächlich distilliert am 17. Juli 2012. Hier steht denn dort 8. März 2010. First Fill Bourbon, Bourbon Barrel, interessant. Abgefüllt Juli 2022. Hier wurde August 2021. Fassnummer, wie ich schon gesagt habe, 1299. 3686. Hier haben wir 256 Flaschen, hier haben wir 219 Flaschen, hier habe ich Flaschen Nummer 99, hier habe ich die Flaschen Nummer 172. So, dann steht hier 2010, 2012, hier steht keine alte Angabe da drauf, leider. Hier steht wenigstens noch ein 11, da hätten Sie gerne ein 12 draufschreiben können. Auf der Rückseite alles identisch, kein Wort verändert, alles ist so, wie es war. Genau. So, jetzt muss ich mich fragen, was habe ich damals bezahlt hierfür? Das kann ich relativ schnell rausfinden. Die Flasche kostet 119 Euro übrigens. So, und jetzt die Flasche letztes Jahr. So, paid. Die habe ich geteilt nämlich und da war 109. Also, nee, das stimmt nicht. Glencairn. 88,90 Euro. 88,90 Euro und jetzt kostet das 119. Aua, 30 Euro mehr für ein Jahr weniger. Glencairn. Ist das ein bisschen übertrieben? So, könnte es so sein. Gut, ihr seid hier nicht nur wegen meiner Whisky-Verkostung, sondern immer wieder ein bisschen Wissen daneben oder nebenbei. Und deshalb hole ich mein schlaues Büchlein hier raus, den ich vorher gelesen habe. Malt Whisky Yearbook. Und dort steht es hier drin als Einleitung von Glencairn etwas, was ich interessant fand. So, jedes Jahr Forbes Magazine präsentiert eine Liste von den reichsten Menschen der Welt. Der Typi, den Artbeck und Glenn Morangi hat momentan, jetzt zum Zeitpunkt des Drehs von diesem Film, Elon Musk überholt. Also Elon Musk hat so viel Geld verloren, dass die Louis Vuitton Monet Hennessy hat dann hier, ist der reichste Mann der Welt. Der reichste Mann der Welt gehört Artbeck und Glenn Morangi. Naja, gut. So, und wenn man diese Liste jetzt hier auf Schottland reduziert und auf Whisky auf Schottland reduziert und welche Familienbetriebe dahinter sind, ist dann hier der reichste Person, die reichste Familie
in Schottland, der mit Whisky handelt, William Grant & Son. Also die Familie hat 3,4 Milliarden Euro in Wert. Platz 2 ist denn dort der Leonard Russell und seine Familie. Das ist Ian McLeod, das heißt Glengoyne, Tamdhu, Rosebank. Und dann Platz 3 ist die Hillman-Familie mit einem Wert von sage und schreibe 158 Millionen. Also 0,158 Milliarden. Und denen gehört hier tatsächlich Glencairn, wie auch jetzt hier Tomental. Und das heißt, heute ist dies die Angus Dundee Brennerei-Familie. Also Hillman ist dahinter. Das habe ich alles nicht gewusst. Danke, liebes Büchlein, dann da. So, First Fill Bourbon. First Fill Bourbon? Only Bourbon. Wobei, ach, dunkel? Ach, tut sich nichts. Also, schau mal das hier an, ja? Also, ich merke keinen Unterschied. Ach, vielleicht ist das ein Hauch. Hauch mehr. Gut. Hier sind wir bei 64,9. Hier waren wir dann bei 9 und 50,8. Frisch, malzig, Birne, Apfel, leichte Minze. Hier. Holziger. Weniger Distillatcharakter, mehr Holz. Also die Flasche ist beinahe ein halbes Jahr, wenn nicht noch länger, geöffnet. Ich fand die so gut, ich habe noch eine zweite Flasche gekauft. Ich habe nur eine Flasche davon gekauft, werde ich bald teilen und dann werden wir sehen, was die anderen Leute auch sagen, ob der tatsächlich hier mithalten kann. Oh ja, jetzt wird der diese vanillige Glencairn, Birne, Apfel, Malz. Schön. Gut, probieren wir. Cheers. Mein Kalibrierungswhisky hat nur 50%, nicht 59,8. Wow, da hat ein bisschen, der schiebt ein bisschen her. Ich habe das nicht im Gedächtnis, dass das so geschoben hat. Wow, der könnte ja bis da unten. Wow, alkoholisch. Okay, dann gehen wir hier rüber, schauen wir mal, ob meine These richtig ist oder nicht. Und dann gehe ich zurück. Cheers. Oh ja. Okay, gut. Da ist ein bisschen Alkohol, aber wirklich nicht viel. Atme diese Alkohol, dämpfe wieder zurück. Wow, oh, das war ein tolles Fass. Also, ich muss schon sagen, Kirsch hat oft Einschränkungen, wie meine Frau bei mir immer sagt, oft die Fähigkeit, tolle Fässer hiermit auszusuchen. Der war absolut ein Hammer. Whisky Base. So, was war das hier nochmal? Das war fast Nummer, wenn man nichts, alles zu viel bei Whiskey Base eingeben will, einfach nur 1, 2, 9, 9. Und dann gibt es dann gesamt 5 Möglichkeiten. Man klickt auf Glencairn und dann weiß man genau. Also Whiskey Base Nummer 1, 9, 7, 7, 8, 0. Habe ich Karamell? Jemand schreibt jetzt hier leichtes Karamell, Vanille, grüne Banane, sauer, grüne Apfel, Alkohol sehr gut integriert, bisschen Holz, Würze, ein ganz leichter Säuremoment habe ich nicht.
cremig, Karamell, Nougat, Banane, Mokka, Zimt, Chili, Pfeffer ein bisschen. So, all das habe ich zum Teil mit Chili Pepper nicht. Hier ist die Flasche so neu. 224900, dass es weder ein Bild gibt noch irgendeine Tasting Note irgendwo dazu. Ich bin dankbar, dass überhaupt dann jemand eingetragen hat hier. Glencairn ist ursprünglich ein Blending Distillery gewesen. Das heißt, man hat dort diese Blend benutzt für einfach diese Distillate benutzt für Blends. Oh, Tasting Notes bei Whiskey Agent steht hier lebhaft und fruchtig mit ausgeprägten Noten von saftigen Apfel, pochierten Birnen, Kaffeelimette, okay, Limette und Vanille Panna Cotta. Schichten von süßen, gekochten, wow, kann ich nicht reden, Früchten, Apfelkompott, Aprikosenkuchen, Vanilleschotten, gemischt mit Muskatnuss und Holzwürze. Wow, das habe ich hier gar nicht gekriegt. Eine Mischung von Ingwer-Kekse aus Nachklang, Limettencreme, Passionsfrucht, Puddingtörtchen, die einen frischen, blumigen Nachhall übergehen. Wow, das sind tolle Tasting Notes, die ich alle nicht habe. Lass uns sehen. Ich hatte vorher Alkohol. Habe immer noch Alkohol. Wow. Alkohol. Leichte Holznoten. Alkohol. Der zieht durch mit Alkohol. Wow, der brennt. Ich habe mir zu viel eingeschenkt, denn ich will mit Wasser arbeiten. So. Und einmal viel Wasser. Einmal weniger Wasser, also von ungefähr bei 50, einmal bei 40. Parfümierter wird er jetzt. Oh, jetzt bei 40% kann er echt gut sein. Es gibt Whiskys, die nicht gut schmecken bei Fassstärke. Zitat Jason, Whisky Jason. Mit Wasser kann Whisky viel besser schmecken. Manchmal. Interessanter, ich habe jetzt die Limette. Vorher hatte ich nur Alkohol, Alkohol, Alkohol. Der wirkt noch jung. Der war so viel reifer für sein Alter. Wow. Bisschen grün, also grünes Holz, ein bisschen frische, jugendliche Momente. Dann ein letztes Mal bei 40%. Ist diese Whisky wirklich zu retten? Was mich immer noch überrascht, fast jedes Mal, wie cremig ein Whisky sein wird bei der richtigen Alkoholstärke. Und der Cremigkeit ist nicht 60%. Der Cremigkeit ist meistens noch nicht mal genau 50%. Also ein bisschen darunter wird häufig sogar noch cremiger, mundfühlender. Aber der wirkt immer noch ein bisschen jung, ein bisschen grün, ein bisschen hier. Vanille ist da, ja, ein bisschen Holz ist da. Aber wirklich ein außerordentlicher Whisky, wie das hier war, gibt es nicht. So, liebe Leute, was lernen wir da wieder, immer wieder daraus? Ich habe diese Woche eine Anfrage bekommen. Jason, was hältst du von Brennerei XYZ? Und ich habe aufgeschrieben, Abfüllung A finde ich genial,
Abfüllungen Z fand ich grässlich. Also, Single Cask Glencairn finde ich wunderbar. Einer meiner Top 10 Single Malts im Jahr 2022. Und das könnte, wahrscheinlich nicht, aber könnte momentan auf der Top 10 Flops, also die 10 Flops 2023 werden. Der schmeckt mir nicht. Und dann haben wir den Unterschied im Preis, also 88 gegenüber 1,19. Also das ist schon eine krasse, krasse Unterschied hier. Genau, ja. Der durchschnittliche Preis 89,90 Euro. Hier der durchschnittliche Preis 119,90 Euro. Wahnsinn! Und die Qualität ist zurückgegangen, der Alter ist zurückgegangen, der Alkoholgehalt ist zurückgegangen und der Geschmack ist zurückgegangen. Warum mehr Geld bezahlen für weniger, was man bekommt? Geschmacklich 3 minus 4 plus, preislich 5. Also liebe Leute, lasst diese Glencairn Single Cask Nummer 3686 in den Regalen liegen. Tut mir leid für alle Shop-Besitzer, die das blind bei Kirsch gekauft haben. Ja, das ist immer wieder das Doofe dabei. Und dann kommt ein Whisky-Tuber, der sagt, komm, nee, keine Kaufempfehlung. Lass das Zeug liegen. Ja, probieren auf jeden Fall, bevor man das denn hier so hat. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Glencairn kann ein Top sein und Glencairn, genau wie jede andere Brennerei, kann ein Flop sein. Und für uns ist da null Garantie, gerade bei Einzelfassabfüllung. Das ist ein Lotterie, den wir spielen. Und der Lotterie kann gut ausgehen und der Lotterie kann eine Niete sein. Und deshalb braucht man Freunde, die oder Flaschenteilungen oder Influencer oder Whisky-Tuber oder sonst jemand, der für dich mal ab und zu mal vorkostet. Und dann könnt ihr selbst sagen, oh, will ich unbedingt haben. Oder, also, nee, ich verzichte. Es sei denn, es gibt zwei Leute aus meinem Bekanntenkreis, sagen, der Jason spinnt. Das war lecker, probier mal selbst und dann überzeug dich selbst und glaub deine Freunde. Alles aus meiner Sicht. Ja, so ist das. Whisky Jason hier, liken, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Dort wurde die Flasche hier geteilt. Die wurde auch schon längst verteilt. Das geht auch jetzt ja alles weg. Und jeden Tag 17:30 Uhr praktisch kommt ein Video und jeden Sonntagabend 21 Uhr ein Livestream und ab und zu mal gibt es Tastings und Blind Tastings und Community-Runden und alles Mögliche hier auf diesem Channel. Und ein paar Podcasts. Okay, Whiskey Jason sagt ciao, alles Gute euch. Bis dahin, bye bye.